Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute machen wir wieder Post auf. Genau, schaut mal. Das Paket kennt ihr noch aus dem letzten Video, Postvideo. Ja, das sind 4 Briefe. Genau. 4 Briefe und ein dickes Paket. Genau. Und wir fangen mit dem kleinsten an, aber schaut mal. Da hat jemand vergessen, eine Briefmarke raufzukleben und deswegen hat die Post gemeckert. Da fehlen 70 Cent. Also wenn ihr einen Brief schickt, dann müsst ihr auch am besten mit Mama und Papa das machen, wobei die Schrift sieht eigentlich sehr ordentlich aus. Also es muss entweder Mama oder Papa gemacht haben oder es ist jemand Älteres. Also dann denkt bitte dran, eine Briefmarke raufzukleben, weil entweder müssen wir nachzahlen oder der Brief kommt zu euch zurück. Das gleiche gilt für Päckchen. Ja. Wobei ihr uns ja gar keine Päckchen schicken solltet. Ein Brief reicht ja völlig. Ich nehme mir den Brief mal raus, okay? Ja. Aber da ist noch was. Oh, hast du es gesehen, John? Ich habe es aus Versehen mit rausgenommen, ne? Da sehe ich nur Krümel. Ah! Ah, ein hübsches Haarband wollte ich gerade sagen. Gummiband. Ja, ein. Gummi. Ja, aber als was nimmt man das? Als. Armband. Ich zeig dir gleich mal das Bild hier, okay? Ja. Aber ich möchte erst vorlesen. Hi Hanna, ich finde eure Videos echt super und hoffe, dir gefällt das Bild. Ich bin wahrscheinlich etwas älter als andere Zuschauer. Ich bin 11. Im Sommer werde ich 12. Oh, im Sommer hast du auch Geburtstag, ne? Du bist ein echt tolles Mädchen. Mach immer so weiter und bleib wie du bist. Flummi und Sabi sind echt süß. Ich habe auch einen Kater, der heißt Teddy. Auch ein schöner Name. Teddy. Auch deine Mutter verdient einen großen Lob, dass sie so eine tolle Tochter hat, die schon so groß und selbstständig ist. Das stimmt, ich habe echt eine tolle Tochter. Wer ist meine tolle Tochter? Und hier ist das Bild. Ich sehe das auf dem... Das ist Jasmin. Huh? Jasmin und das ist Hanna. Und Hanna hat ein Miezekatzen-T-Shirt an. Aber warte mal. Das habe ich auf der Rückseite gesehen. Also durchschimmern sehen. Gut. Kann man ein bisschen sehen. Ich kann es gar nicht sehen. Vielen Dank, Jasmin. Von mir auch. Dankeschön. Ganz dicke. Den dicken, wie? Du willst jetzt erst den großes Päckchen aufmachen? Liebe Spielzeugtester, ich finde eure Videos toll und bin euer größter Fan. Macht weiter so. Liebe Grüße, Anna. Anna ist schon fleißig am Auspacken. Oh, ein Ausmalbild. Boah, bei mir ist es noch toller. Noch toller als mein Bild. Oh, mit Fotos. Yay. Hallo, liebe Spielzeugtester. Ich heiße Anna, bin 10 Jahre alt und bin in der 4. Klasse. Ich finde Hanna so zuckersüß und ich finde, dass die Mutter sehr schön aussieht und eine schöne Stimme hat. Ja, wenn die Stimme da ist, vielen Dank. Ach, das sind 2 Bilder. Es ist einmal, als sie klein war und einmal, wie sie jetzt aussieht. Ihr dürft mein Bild zeigen, wo ich klein war im Video. Und ich wohne in Berlin. Oben ist, als sie noch jünger war. Und darunter, als sie, wie sie jetzt aussieht. Ja, und guck mal. Was hat sie dir denn da eingepackt? Splatterfaces, Gruselgesichter. Werf es, quetsch es. Boah. Das klebt. Guck mal hier. Klatsch mal an die Wand hinter dir. Das ist zu hoch, da sieht's keiner. Am besten unter das Haar kleben. Unter das Haar, das erste Haar. Nee, das erste Haar. Der erste. Den kannst du. Ja, nee. Ja, ich hab's gesehen! Warte, mach das nochmal, Schnucki. Das Wassergrill. Kleb ihn nochmal da unter das Haar, wie er eben runtergelaufen ist. Also. Nochmal reinpatschen, hindrücken. Patsch. Hm. Lass ihn los. Lass ihn los. Seht ihr das? Mit Wasserdicht. Mit Wassercreme. Und jetzt mit dem Flummihaar. Hm?
Schüttel ihn mal, gluckert der. Der gluckert tatsächlich. Der ist ja witzig. Den habe ich noch gar nicht gesehen im Laden. Was war das denn? Ein Gänschen. Nächstes. Den Kerl stellen wir mal zur Seite. Das ist ein Rum. Das sieht aus wie so ein Versand. Ach nee, Softknete. Das ist für Knete, Hanna, zum Rollen. Verstehst du? Wenn ihr Knete habt und dann könnt ihr da so... Wenn ihr Knete habt und dann könnt ihr hier so rollen. Was war das denn? Das war lang. Wow. Falsche Richtung. Oh, von Violetta. Türanhänger. Komm rein und lass uns proben. Streng geheim, kein Eintritt. Süße, man sieht dich überhaupt nicht mehr. Leise. Zeit zum Feiern. Willkommen zum Konzert und psst, coole Sache. Warte mal, das gehört zu dem. Hast du Softknete gefunden? Ja. Oh, tatsächlich. Pinke Softknete. Danke, Anna. Von mir auch, das ist ja cool. Okay. Ah. Piep, piep. Nee, das ist für, weißt du, für wen das ist? Die Katze. Richtig. Ja, nee, Jana, wir haben noch andere, die wir erst denen verfüttern müssen. Vielen Dank im Namen von Savi und Flummi, die werden sich freuen. Da kommst du gleich, ne? Hm. Mal schauen. Oh, irgendwie bist du so dicht reingezoomt. Mal gucken. Hm. Feini. Warte mal. Versuch das mal mit einer Hand. Na komm schon. Nee, am Daumen habe ich es nicht mehr. Es liegt auf meiner Hand. Soll ich es dir lieber hinlegen? Flummi schläft, aber Sabi mag das gerne. Sabi, war lecker? War lecker? Mmh, war lecker. Flummi kann springen. Oh. Oh, und dann Schrank. Retten wir gleich wieder, ne? Boah. Das sind diese Orbis-Bälle. Das sind diese Orbis-Kügelchen. Da wollen ja immer so viele, dass wir da mal ein Video mitmachen. Aber da müssen wir erst welche kaufen. Oder? Zeig mal. Sind das Orbis? Ja. Das sind diese, ne, ihr kennt die sicherlich, ne? Jetzt hier einen Luftballon getan und dann hat man so einen witzigen Ball. Witzig. Oh, das sieht nach einem Violetta-Poster oder sowas aus. Und zwar ein Riesenposter. Ach nee, das sind zwei. Das ist aber ein Riesenposter. Oh, das sind drei. Ach, ganz viele Fragen, ob Hanna überhaupt Violetta schaut im Fernsehen. Nein, dafür ist sie noch zu klein. Aber sie kennt einige Lieder und die findet sie gut. Sie hat ja auch das Mikrofon und das. Ein Junge und ein Mädchen. Ja, das ist Violetta. Ich kenne mich mit den Namen leider auch nicht aus. Das wisst ihr bestimmt besser. Das ist aber ein Junge. Und das ist ein Junge, das hast du gut erkannt. Und was ist das? Nein, nicht. Oh, Hello Kitty. Oh. Ein Ausmalbild. Zeig mal. Oh ja, gut gemacht. Und hier auf der Seite. Ja, das ist durchgedrückt. Habe ich selber gezeichnet. Ist super geworden. Guck mal. Hey, lass mal los, Kumpel.
Schneiden. Schnappi, 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 schnappi. Und dann hat sie uns noch Süßigkeiten und Juhu-Figuren geschickt. Und den Karton so süß beklebt. Tolle Idee, er sieht da gleich viel flotter aus. Ja, und sag mir mal, wie ich das hier aufkriege. Ja, Hauptsache du schneidest sie nicht kaputt, da soll ein Stressball drin sein. Stress. Kannst du den Ärger, kannst du den matschen und kneten. Das sollten wir gar nicht aufmachen. Das sollten wir nicht aufmachen. Das sollte so ein Stressball sein. Verstehst du? Wir haben deinen Stressball gerade zerstört. Entschuldigung, Anna. Wir haben gedacht, man macht das auseinander. Upsi. Jetzt hast du sogar was Weißes auf der Nase davon. Hm? Ja. Danke, Anna. Von mir auch. Vielen Dank. Süße Sachen hast du eingepackt. Guck mal, was hier jemand für dich gebastelt hat. Ein Monster? Nee, das soll, glaube ich, eher eine Miezekatze sein. Oh, ich glaube aber, dein Kopf ist zu groß dafür. Da müssen wir ein neues Gummi dran machen. Vielen Dank, aber die ist mir zu klein. Bestimmt soll sie okay, jetzt so muss ich erstmal. Miau! Den dürft ihr vorlesen. Hallo, liebe Spielzeugtester. Ich heiße Patricia und bin 12 Jahre alt. Guck mal, siehst du, ich glaube, Jasmin hieß du. Jasmin, du bist nicht alleine in dem Alter. Ja. Anna, du bringst so speckige Haare von der Sonnencreme. Nicht wundern. Es ist nämlich bei uns super heiß. Da ist noch etwas. Billy Maus, noch etwas. Guck mal. Rundherum um die Minimaus rum. Glitzer. Nein, das sind Bindfäden. Das sind Fäden. Die hat sie gestickt. Ich finde eure Videos klasse. Hanna macht es sehr gut mit 4 Jahren. Könnt ihr mal ein Video von Hannas Zimmer zeigen? Und noch ein Video von Hannas Mamas Freundin. Wer ist Hannas Mamas Freundin? Fatima. Genau. Nein. Gleich, Schnucki. Und ein Video von Hannas Zimmer wird es irgendwann mal geben, versprochen. Aber noch nicht so schnell. Ja. Das wäre super. Und Fatima ist bestimmt auch mal wieder dabei. Ich hoffe, Hanna passt die Katzenmaske. Ja, ist bloß der Bindfaden ein bisschen kurz. So einen kleinen Kopf hat sie nicht. Aber da machen wir einfach ein Gummi dran. Nee. Oder ist das ein Gummi? Nee, ist nur ein Garn oder so. Da machen wir... Nee, nicht durchschneiden. Obwohl, kannst du durchschneiden. Wir müssen da ja neuen... Wir ziehen dann Gummi durch. Und ich finde euren Spruch super. Könnt ihr mal auf meinen Kanal vorbeischauen und für mich Werbung machen? PS, Hanna ist zuckersüß. Love you, Spielzeugtester. Warte mal, ich guck mal. Hier war irgendwo ein kleiner Zettel mit ihrem Kanalnamen. Das sagt mir sogar was. Du hast schon mal öfter, glaube ich, kommentiert. Ich halte das mal in die Kamera. Cool. Miau. Dann kann jeder, der möchte, einmal bei dir vorbeischauen. Miau. So, das war der Brief. Und jetzt haben wir eine Minion-Torte. Eine Minion-Torte. Ich glaub's nicht. Ah, da braucht man Fondant und Zucker. Sie hat uns ein ganzes Rezept für eine Minions-Torte. Backst du gerne? Oh, wow, da hast du aber viel geschrieben. Das scheint eine aufwendige Torte zu sein. Uiuiuiui. Brauchst Zimt, Zucker. Wir können die ja mal ausprobieren. Wollen wir das mal machen irgendwann? Ja. In echt. Ja. Nicht malen, aber echt. Nee, nicht malen. Ey. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Fondant, ehrlich gesagt. Fondant ist so eine Zuckermasse und die kann man dann hier so rüberlegen. Mal gucken. Habe ich noch nie mitgearbeitet. Aber es ist eine super süße Idee mit dem Rezept. Und die Minnie Maus ist auch echt klasse. Da hat sie rumgestickt. Miau.
Also das Rot-Gelbe sind kleine Fäden. Ja, danke, Patricia. Von mir auch, danke schön. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten. Was ich mache? Ja, ich nehme mir nur den Brief raus, der klebt hier schon. Bitteschön. Ich nehme ja mal. Oh! Der grüne ist, glaube ich, echt super. Dürft ihr vorlesen? Hallo, liebe Hannah und Mama, ich heiße. Tyra? Wie Tyra Banks? Oder Tira? Ich denke mal Tyra. Und bin 10 Jahre alt. Ich finde eure Videos toll. Auch die süße Hannah macht toll bei den Videos mit. Hannah ist auch sehr süß. Denn danke. Denn sie lacht immer so schön. Aber auf jeden Fall macht weiter mit den Videos. Eure Tyra. Und da hat sie ein Häschen gemalt. Oh, eine Brille. Oh. Passt sie mir? Ja, sie ist alles dunkler. Das passt ja super jetzt zum Sommer. Und? Da sehe ich alles nur dunkel. Wenn ich so mache, kann ich die Strahlen von da oben zu mir sehen. Das ist eine Freude. Hello Kitty. Ärztin Hello Kitty. Sag ich mal. Dreh mal um. Oh, tatsächlich. Oder eine Krankenschwester. Ja. Hanna muss ihre Tiere mal befreien von den Zetteln. Ist die süß. Schaut mal. Ich weiß, dass da drin ist, der Pate. Armbänder. Ja. Da sind sogar Tiere. Das sieht nicht nach Armbändern aus, Schnucki. Das sieht aus wie ein kleines Geschenk mit einer Schleife. Siehst du das? Ein Geschenk. Und was hast du da noch? Oh, ich weiß, was das sein könnte. Auch wenn ich es gar nicht richtig sehe. Ja. Was hat das da oben auf dem Kopf? Ein Einhorn. Richtig. Wo ist Hörnchen? Dass wir Hörnchen einmal zeigen können. Und hier ist unser Hörnchen. Hörnchen! Es leckt mich. Ja, weil es dich gerne hat. Ich mag dich so gern. Ich mag Hörnchen auch. Die sind immer so artig. Habt ihr schon mal ihre coole Brille gesehen? Richtig cool siehst du damit aus. Hörnchen. Auch wenn die unter den Augen hängt. Das ist meine Brille. Aber du teilst doch gerne. So, wir bedanken uns für die ganze Post und wir haben schon wieder was liegen. Bloß wir wollten nicht, dass das Video so ellenlang wird. Deswegen machen wir die nächste Post dann beim nächsten Mal auf. Also danke nochmal für alle, die uns was geschickt haben. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Hörnchen. Hörnchen, du hast die auch ganz lieb.